Okay. Aber der Name soll jetzt auch nicht. Wir dürfen nicht schlafen. Zu lang. Haben Sie schon lange auf mich gewartet? Gut gemerkt. Das Flugzeug war ja früher da gewesen. Und dann es hat nicht lange gedauert, bis wir alles gefunden haben. Das sind zwei junge Männer auf Zivildienstleistung, die da filmen. Das sehen wir am Kopf. Dankeschön, junge Männer. Bitte schön. Können wir zum Bus gehen jetzt zusammen? Ja. Wie der Besonderer ist, dass du auch noch so, okay. Так, из западной стороны вот так были бараки. Вот так. Вот тут и вот так. Были бараки. Из схидной стороны бараки не было. Не было. Das ist jetzt die Gedenkstätte. Für das SS-Sonderlager, wo halt früher die Wachmannschaft untergebracht war. Ne? Und die Gedenkstätte ist von 1946 angelegt worden und ist dann langsam gewachsen. Вони почали будувати цей меморіал 1946 році і поступово добудовували, доповнювали мене. Ну, у вас двоє алфавіти, бачу, у нас А починається. Ні, це вони йдуть по країнах. По країнах? Франція, потім іде Голландія, Німеччина, Хорватія, Росія. Росія починається звідти і тут закінчується. І так небагато. За винність факту. А з Росії? Багатьох уже немає. Мені минуло 80. Очевидцями нам відомо, що тих людей, які загинули на території табору, було набагато більше. Мій номер, я ж уже казав, зіпцях, а й не зіпцях. Так, так. Hier in diesem Teil haben sie damals nicht einsehen können. Das war ja das Lager der SS. Цю частину табору ви тоді не могли бачити, тому що це був табір для працівників СС, для охорони, для охранців. Вони тут проживали, знаходилися. Не для вас, не для в'язнів. По-моєму. СС Концентрион Гінцер відбували покарання ССовці неугодні чим-то солдати СС. Солдати СС чим-то провинившися. Ich glaube, dass damals im Konzentrationslager Hinzert auch die SS-Soldaten waren, die irgendwas verbrochen haben. Ja, teilweise, ja. Частково так. Я бачив групу німців. Ich habe eine Gruppe Deutschen gesehen. Которих вивели без головних уборів, без мюнцин. Die wurden rausgebracht, sie hatten keine Kopfbedeckung gehabt. І їх зразу ж не стало. Куди їх діли, я не знаю. Und sie sind sofort verschwunden. Wohin, weiß ich nicht. Das ist mir nicht bekannt. Вам, звісно, звісно, відомо, що Гінцерт був філіалом Бухенвальда.
Es ist ein bekanntes Hinset, eine Quelle aller künftigen Waldwagen. Richtig, das ist von hier nach Buchenwald. Великое спасибо немецким людям, dem deutschen Volk, что бережут память, dass sie die Erinnerungen erhalten haben, но wenn nur убиенных, von denen, die als Unschuldige ums Leben gekommen sind. Mhm. Ach, das ist wenig genug. Aber ich kann mir das zeigen. Больше вы ничего не заработаете. Добрый свой так есть. Mehr können Sie auch nicht machen. Роме, я не дивлюсь з ненавистю на німецький народ. Ich hasse das deutsche Volk nicht. І так, я думаю, мої товариші теж так само. Ich denke, meine Freunde denken genauso wie ich. Französischen Häftlingen 1997. Das war das erste Mal, dass ich Franzosen hier bin. Und die Zadate Tradition, die ich mir diese Spiele zu den Russischen Räte, zu der Lagantakoli, приїхали собі перший раз повинні французькі язи, які були з вами. Одну? Haben Sie Zigaretten oder nicht? Bitte? Sie rauchen? Nein, ich rauche nicht, danke. Ah ja, gut, du sagst korrekt. Ah ja, gut, du sagst korrekt. Wenn ich rauche, nicht. Nein, ich rauche nicht. Wenn mir извинишь, что я иду и на вас пускаю дым. Dann entschuldigen Sie mir bitte wegen dem Rauch. Das ist kein Problem. Ich bin zwar nicht Rauch, aber ein sehr toleranter Mensch. Das ist ja ein Problem. Ich komme mit dem Rauch, aber ich habe es nicht so gut gemacht. Ich sehe Ihnen noch, ich habe Russisch, oder? So, so? Ich habe es nicht Russisch, ich sehe Ihnen da die Türen. Ich habe alles gut. Alle Russen, wenn sie laufen, rauchen sie. Aber sie sind doch der Jahrliche. Надежда, батьки, на. Де ви, батько? Не можна. Ну, так. Я сам. І після вже, коли я в лагері, я вже розказую, як в лагері там. Ну, нас дуже погано кормили, взагалі. Перевозили на різні роботи. Працювали ми по 12 годин. Багато дуже, багато вмирали людей тут. Ich habe schon erzählt, wie es hier alles verlaufen ist. Wir bekamen ganz schlechtes Essen. Wir haben 12 Stunden am Tag gearbeitet. Viele Menschen sind hier gestorben.
Какие чувства, что я хочу плакать? Я чувствую себя gerade so, dass ich einfach weinen möchte. Всі, що ще мороз, як ігри встроювали. Значить, виходні дні в нас неділі були, ми не ходили на роботу, не возили нас на роботу. То приїжджали старші там, поліцаї, якісь з жінками, ставили такі лавки, там сиділи. Ну, такі інтересні ігри, які це. Такий штир захоплювали в землю, метрів 20. Вірьовку туди витягали, буханку хліба. І от хто бажає, вилазь на цей штир, там возьмеш і будеш їсти цей хліб. То коли бачили ці всі концлярники, що ти вже виліз туди, страсали його. Коли страсу, то він з цим хлібом поки впав, то на нього валювалися. І саме менше 5-6 або й 2-3 задушували. Am Sonntag hatten wir immer frei gehabt und da kamen die Führungskräfte von der Polizei mit ihren Familien auf das Lagerterritorium und sie haben verschiedene Spiele veranstaltet, wie zum Beispiel, es gab ein Mast, so circa 20 Meter hoch. Mit einem Seil haben sie ein Brot hochgezogen und jemand von den Häftlingen durfte da hochklettern und wenn er bis nach oben geschafft hat, durfte er das Brot dort auch aufessen. Und die anderen Häftlinge hatten Hunger gehabt. Und sobald sie gesehen haben, er hat das Brot jetzt in der Hand, haben sie angefangen, diesen Mast zu schütteln, bis der mit dem Brot runtergefallen ist. Und alle sind dann auf ihn drauf gesprungen. Jeder wollte das Brot haben. Und jedes Mal gab es 5 oder 6 Tode. Und die Männer von der Polizei haben das alles fotografiert. Du bist ja sehr, sehr schwer. Ist das. Danke, Frau. Выдержим, выдержала гірше, а зараз. Мені приємно, що зі мною так поводяться, говорять, питають. Ich brauche keine Pause, danke, ich werde schon, zusammenkriegen und ich bin sehr froh darüber, dass jetzt so viele Menschen daran interessiert sind, wie es mir früher ergangen ist und dass ihr Fragen stellt. Das finde ich sehr gut.